Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren netten kleinen Indie-Game. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Super Lemonade Factory. So eine Mischung aus Jump'n'Run, Puzzler und ihr werdet das gleich sehen. Starten wir einfach das Game. Es gibt sogar Sprachausgabe hier. Meine Fresse. Genau, das sind unsere beiden Protagonisten. Andres Vater would be retiring and leaving the entire factory to Andre and Lisa Lodge provide and they can make it through the whole factory. Also sie kriegen die Fabrik nur, wo wir hier sind, wenn sie dementsprechend die Aufgaben lösen. Und rate mal, wer die Aufgaben lösen soll. Richtig, wir. Each room in this factory serves an important role. Navigate the entire factory. The whole operation will belong to you. Genau. Es gibt verschiedene Abschnitte, das werdet ihr gleich sehen. Also ich habe so zwei, drei Level mal geguckt, deswegen weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Ihr werdet es gleich sehen. Der Aufbau ist einem schon sehr bekannt. I knew your father, but I don't know you. You must earn my trust. Ja, du bist ein Fieser. One speck of dirt and I will bury you. Ich glaube es nicht. In Paperwork. Ja, natürlich nicht unter der Erde. Ja. Hey, buddy, I haven't seen you since you were knee high. I fix things around here. You'll see me around. Ja, wir sehen euch gleich alle. Leider. So, dann wollen wir mal mit den Newlyweds was machen. Also, es beginnt, wenn man so will, erstmal mit dem Tutorial. Er kann einen Dash-Move. Sie kann das nämlich schon mal gleich vorweg. Doppelsprung. Kiste hier runter. Kann man wieder wechseln. Ja, komm. So, check. Dann auch hoch. Ja, brauchen wir keinen Chat mit den Coworkers haben. So, schicken wir mal schon zum Exit. Die Aufgabe ist jedes Mal klar, ne? Beide müssen das Ziel erreichen. Klar. Wir können davon ausgehen, dass die ersten Level natürlich mehr als human sind. So. Ja, geh mal weg. Tach. So, einmal wieder wechseln. Sieht sehr nach dem Doppelsprung aus. Das ist er auch. So, Kistchen kommt. Kann er dann schön hoch. Da, geht doch. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Da haben wir auch das Ziel schon erreicht. So, jetzt holen wir sie noch. Zack, auch durch. Also ihr seht, das ist noch absolut Tutorial. Das haut noch keinen um. Wo ist sie denn? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Nein, hier war ich noch nicht. In der Kiste? Gut, dann sprechen wir nochmal mit dem Coworker. Ja. Okay. Was? Da ist die Kiste. Da kann der jetzt nicht rauf, weil die Kiste zu niedrig ist, oder was? Das wäre nicht gut. Das heißt, ich muss den Level restarten. Genau. Play again. Machen wir es so. Es gibt also auch so eine Art Hardcore-Modus, ja, wo man also wirklich nur drei Leben hat. So. Muss doch gehen. Kann ich mir auch anders jetzt gar nicht vorstellen. So. Geht doch. So. Wo ist das Ziel? Ja, das ist klar. Das habe ich schon begriffen, wie man die Figuren wechselt. So. Zack, zack. Sie macht das ja mit dem Doppelsprung relativ schnell und relativ einfach. Z.
Zack, auch durch. So, mal gucken, was da noch kommt. Bin nur mal gespannt. Ja, mach doch next level. Kann wieder nichts mehr haben? Ich muss sie also wieder schnell. So. Kann ich den da durchschieben? Ich kann noch gar nicht da durch. So, jetzt hat uns André was oder was. Ah. So. Also sie muss wahrscheinlich erstmal mit dem Quatsch. Ja, was bringt uns das jetzt? Na, so kommst du erstmal da hoch. Das ist mir schon klar. Oder auch nicht. Doch. So, das war knapp. So. Kommt er denn jetzt an die Kiste ran? Ja, kommt er. So, das ist erstmal okay. Das ist nicht so interessant. Checkpoint haben wir. Genau, den muss er durchdashen. Auch und dann sind wir am Ziel. Schön. Okay, dann muss ich jetzt einfach nur noch wieder zurück. Weg. So. Das ist ja jetzt nicht so unlogisch. So. Haben wir. Schön. Okay, da kann er nicht hoch. Da kann er durchdashen. So, und du musst. Das können wir natürlich. Ja, das war klar. So kann man den Doppelsprung einsetzen, aber. Ups. Aha. Das ist wahrscheinlich der Trick, ne? Muss er gleich auf die Kiste, dann kann er auch Exit erreichen. Findest du denn irgendwas Tolles? Okay. Ein bisschen zur Story dieser Fabrik mit, ja? Okay, fing also ganz normal wieder als Garagenfirma an, wie die meisten eigentlich unternehmen. Aber jetzt ist es eine. Na, komm. Natürlich eine unglaubliche Power Factory. Und hat auf jeden Fall Zeit, Rätsel zu machen für so ein Erbe. So. Okay. Ja, das ist. Er kann nicht quatschen, ne? Nein. Das ist mir schon klar, dass ich die Spikes nicht berühren sollte. Okay, das war. Nee, die kann doch gar nicht dahin. Muss sie doch erstmal befreien. Okay, also. Aua! Geht. Wir haben schon den Koch vorbei. Mal weg. So. Ah. Nein! Besser. So, dann muss sie das auch nochmal machen. Also es gibt auf jeden Fall mehr Puzzle-Einlagen mit ihm scheinbar, als mit ihr. So, der schon wieder durch. Hier können wir nicht hin. Der schon wieder auch durch. Okay, da haben wir sie befreit. Lass mich ran, dann holst du jetzt bestimmt eine Kiste. Ja, komm. Zack.
schmeißen ihn am besten gegen die Möhre. Alles läuft doch gut. So, was machen wir hier denn? Okay, geht's nicht weiter. Achso, das geht nicht. Also muss ich so hier runter springen. Okay. Ich kann da, glaube ich, noch gar nichts machen. Natürlich. Natürlich, das übliche Spiel. So, geht. Dann da runter, durchdashen. Einmal wunderbar Sprint. Er kann da nicht hoch. Ist klar. Also muss dann doch irgendwo weitergehen. So, das ist Checkpoint. Ehrlich, wenn ich da reinspringe, das ist nicht gut. Wenn ich den. Fällt ja doch da runter, oder? Nein, tut er nicht. Okay. Komm, zack. Haben wir. So. Na komm. Na komm. Bisschen noch. So. Schön. Haben wir auch. So. Oh, it will be orange. Achso, dann kriegt man wahrscheinlich. Ha. Aua. Okay, wir müssen sie erstmal befreien. Das ist verständlich. Ist das ein Checkpoint? Hat der irgendeinen näheren Sinn? Okay. Sie ja nicht her. Was soll das? Hm. Was soll denn Quatsch? Muss ich doch erstmal wahrscheinlich. Ja. Brauche ich doch gar nicht. Wo habe ich denn dann noch eine Kiste? Das ist doch der Ausgang. Da ist da irgendwo ein Secret. Das will ich jetzt mal wissen. Wahrscheinlich muss man da auch noch irgendwelche Secrets lüften, ne? Aber das kann ja wahrscheinlich jeder. Normal Level. Also ich gerade nicht. So, also hier dashen. Ich soll es mir nicht sparen. Komm, einen machen wir noch. Okay. Zack. So. Komm, Checkpoint auch. Weil ich immer noch nicht weiß, was der uns bringt, weil die 5 cm. So. Zieh schon mal nach oben hin. Nach oben hinbringen, dann kann er nämlich erstmal über die Kiste zerdeppern. Uah. Doch kein Mist. Uah. Ein Herzinfarkt. Zack. So, wahrscheinlich. Achso, da kann man doch... Ist beendet, obwohl ich es nicht wollte. Naja, egal.
jetzt. Okay, wo ist denn das Exit? Ach, hier! Zurückspringen, ne? Okay. Machen wir das doch eben mal noch, dann kriegen wir den auch noch durch. Also ich weiß nicht, wie viele Levels es gibt. Es gibt ein Menü, das kann ich gleich mal zeigen. Ah! Da sieht man, wie viele Level man schon hat. Okay, da ist Exit. Nee, da müsste er das doch auch hinkriegen können, ne? Kann ich auch hoch? Aua! Noch mal ins Dunkel. Wahrscheinlich für die ganzen Boni musst du wahrscheinlich auch immer die Dinger abräumen. Ah, okay. Irgendwie ein extra Level zu kriegen. Ich habe gerade irgendwas schief mitgekriegt. Ah, da sehen wir's. Hä? 9 haben wir nicht? Das ist ein S. Was ist das jetzt? Da waren wir noch nicht. 11 hatten wir. Okay, also machen wir noch Level 12 mal eben kurz. Lass mal eben kurz reingucken. Habt ihr auch eine Menge schon gesehen, denke ich. So, also das kann ich mir einmal holen. Wow. Wow. Das sind so immer diese Stellen, die mich so an Super Meat Boy und so erinnern. So nach dem Motto, du kannst den Level normal beenden, du kannst ihn aber auch beenden wie ein Full Shit so. So. Ach, da ist auch noch ein Geldsack. Das ist wahrscheinlich, krieg ich denn das hin? Egal, das mache ich mal in einer stillen Stunde. Ihr könnt ja wieder entscheiden, ob ich ein bisschen mehr davon zeigen soll, dann mache ich das gerne. Das war Super Lemon Factory. Ja, ich denke, ganz schön. Natürlich Super Lemonade Factory. So viel muss sein. Nicht nur einfach Zitrone, sondern Zitronensaft. Ich bin euer Mr. Ben 1974 und gehe mal davon aus, ich habe noch ein bisschen was ich zeigen will aus diesem Bereich. Und das tue ich auch. Bis dann. Tschüss.